Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mega Man Unlimited. Ich werde in diesem Part die Gloomman Stage machen. Da die aber wirklich einen ganz harten Kniff am Ende hat, bei diesem Big Eye Verschnitt für Arme, muss ich hier wahrscheinlich einen Cut setzen. Weil das wird mich einen Haufen Versuche kosten. Denke ich mal. Sollte es nicht der Fall sein, seht ihr das komplette Video durchgehen. Aber ich werde dann, gerade nachdem man den Gegner einmal gesehen hat, also den Boss, werde ich einen Cut setzen und schneid's dann da rein. Also na, bei dem Ready dann. Oder beim Bereit. Weiß nicht, ich glaube, es ist auf Englisch. Ah, ist auf Englisch. Ja. Weil an sich, die Stage ist total easy eigentlich. Ja? Und der Boss ist auch einfach, wenn man ihn geübt hat. Aber das Problem ist halt wirklich dieser eine Big Eye-Verschnitt, weil... Die Stage ist auch so klebend. Also es hat so einen klebenden Boden an einigen Stellen. Und da kann man sich nicht bewegen, kann man nicht rutschen, man kann nicht unter ihn drunter durch. Ich habe das probiert tausende Male, es funktioniert nicht. Deswegen, wir werden uns dann jetzt dem Gloomman widmen und wir sehen uns möglicherweise dann beim Schnitt. Bis dann. Ich muss die Stage nochmal machen. Aber jetzt kann ich sie schon besser. Aber wie gesagt, die Tote werden reingenommen. Boah. Das habe ich jetzt allerdings vergessen zu erwähnen. Spawn der Ärsche. Ja, aber hier haben sie sich irgendwie für die Helmis haben sie sich hier irgendwie nichts einfallen lassen, was Kleber zu tun hat. Deswegen haben sie dann halt noch so einen eigenen Gegner mit reingenommen. Der aber ziemlich cool ist. Das ist wirklich sehr kreativ gemacht. So. Ich weiß nicht, mit den Spikes haben sie es hier irgendwie voll dermaßen übertrieben. Denke ich halt. Ich weiß nicht, in Mega Man 2 war das auch in den letzten Leveln, aber da waren es die letzten Level. Normalerweise kann man sofort jumpen hier, aber ich vergesse es gerade andauernd. So. Jetzt hoffe ich mal, dass ich es jetzt hinkriege. Ja, die Stage ist halt ewig lang, hey, das ist das Problem. So. Aber wie gesagt, ich kann halt... Nein. Nicht chargen. Nicht vergessen. So. Boah. Boah. Das war knapp. Ich würde es gerne mal schaffen, hier so runter zu jumpen. Das wäre auch bestimmt mega genial. Das würde voll cool aussehen. So richtig. Yeah, man. Mega Man X. Style-mäßig. Ich meine, Mega Man X ist ja schon cooler gemacht als jetzt Mega Man, muss man sagen. So vom Design her und von dem, was er kann, natürlich. Ja, es macht auch an sich mehr Spaß. Aber ich finde halt auch, einige Upgrades sind halt entweder total overpowered. Diese Street Fighter Upgrades. Und dann normale sind irgendwie, für den Buster zum Beispiel, die sind absolut schwach. Zumindest für den Ersch. Ja, bei den ganzen Updates, die man kriegt, müsste man eigentlich solche Bosse mit einem Schlag besiegen oder mit drei oder sowas. Ja, ich weiß, ich flame hier ein bisschen über X rum, aber ich hab's halt auch noch nicht ganz. Ich habe halt schlechte Erinnerungen, vor allem an den dritten. Und, nee, eher an den zweiten, muss man sagen. An Sigma, boah, ey. Der ist so kacke, der Boss, ey. Für mich gewesen. Zu dem Zeitpunkt, das habe ich aber damals das erste Mal gespielt. Stirb jetzt endlich, sag mal, Anton. Dieser Anton, echt. Der ist auch nicht schwer, der ist eigentlich eher nervig. Mit seinem scheiß Gestampfe. Ja, Schluss mit lustig. Du warst schon mal ein Anton. Du bist gefangen worden.
Bockmisch gebaut, sehr gut. Die hätten eigentlich einfacher erledigen können. Ja, nein. Diese Tickets glaube ich auch in jedem Teil. Hat man die überhaupt schon in irgendeinem Teil vermisst? Jetzt mal ohne Scheiß. Diese, ja, diese selbstfahrenden Dinger, ich weiß nicht, wie sie heißen. So, jetzt. Schauen wir mal, ob es klappt. Ja, es klappt. Ich habe 2 Leben. Yes! Jetzt muss es doch hinhauen. Drücken wir die Daumen. Ja, der Punkt ist, ich muss erstmal öfters fehlen, aber das werdet ihr doch nicht so leicht sehen hier. Oder vielleicht doch? Wer weiß. Es kann immer passieren. Okay, jetzt macht er den Scheiß. Okay, macht er nochmal den Scheiß. Ah, der hat nur 2 Attacken drauf. Das macht er jetzt auch ziemlich oft, hey. Aber ist egal. Das bringt ihm nichts. Ah, das ist nicht wahr, Alter! Jetzt ist mir auch mal sowas passiert, wie es in Final Fantasy 13 andauernd passiert. Ich rede so oft über ihn. Entschuldigung. Das sollte ja ein netter Fall sein. Aber ich werde doch wohl den Boss hinkriegen, hey. So schwer ist der nicht. Ja, aber sowas muss auch mit rein. Man kann halt nicht andauernd gewinnen. Mein Problemkind ist bisher immer noch The Nail Man. Und gute Nacht. Seht ihr? Geschafft. Kein Ding. Ja, ziemlich cool. Aber ich habe die Stage auch 1000 Mal geübt, also wirklich. Weiß nicht, 4 Tage oder so durch habe ich die geübt. So, und wir bekommen den Glue-Man Shoot, oder? Oder den Glues Shoot. Ja, den Glue Shoot. Sperma Shoot. Also, was ich aber diesmal auf jeden Fall mache, ich speichere auf 2, nicht auf 1. So wie ich es beim letzten Mal gemacht habe, dass ich das noch an Sicherheit habe. Ja, falls ich es nochmal aufnehmen muss, aber das wäre auch gar nicht schlimm für mich, weil ich finde das cool. So, jawohl. Was die Yoko-Buchstaben betrifft, die werde ich erst ganz zum Schluss einsammeln. Also wenn ich alle Grade 8 geschafft habe. Ja, wenn es dann drauf ankommt. Ja, wenn die Dr. Wily Stage kommt, dann werde ich die Yoko-Buchstaben einsammeln. Ja. Und ich glaube, noch irgendwas sollte ich machen. Weiß es gar nicht mehr. Nö, eigentlich, das war's dann. Ja. Ja, ach so, ja, genau. Die Waffen werde ich in jedem Mega Man-Teil vorstellen, was die können. Das mache ich jetzt aber nicht, weil das mache ich dann bei jedem Gegner separat. Da werde ich aber dann ganz normal, das ist dann ein ganz normaler Bonus, da werde ich dann ohne Insta-Death das machen. Also, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, wieder einen Boss auswählen. Aber es wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Deswegen werde ich wieder einen üben. Ich denke mal, entweder Rainbow Man, Comet Woman. Ich glaube, dass ich Comet Woman oder Rainbow Man Stage machen werde. Die sind machbar, sage ich mal. Weil bei Rainbow Man, da gibt es Instant Death. Und das ist für mich ja nicht schlimm, weil ich ja sowieso nur einmal getroffen werden kann. Oder besser gesagt, eigentlich gar nicht getroffen werden kann, sagen wir so. Ja, also, ihr könnt es auswählen oder es sein lassen. Das ist eure Entscheidung. Also, habt noch einen schönen Tag. Ciao. Also ich demonstriere das mal. Sie repairen
Schüsse. Jetzt bin ich schon tot. Aber das Gute ist, ich habe dich dann auch noch zeigen werde. Jetzt muss ich mal geschwind mich konzentrieren. Boah, fuck. Scheiße. Ja, jetzt habe ich mich nicht konzentriert. Dann geht das. So, jetzt wird's eklig. Jetzt bin ich am Arsch. Oh. Gut, da habe ich jetzt gefailt, weil ich das... Ich hätte eigentlich mit einem aufgeladenen Schuss dahin gehen sollen. Also, dann schauen wir mal, wie es wird. Wenn nicht, wie gesagt, dann kommt ein Cut. Und das ist Glooman. Der ist ein Skateboarder. Der ist eigentlich nicht schwer. Man sollte trotzdem schauen, dass man ihn... Ah, jetzt habe ich Scheiße gebaut. Nein! Ah, okay. Jetzt muss ich reinkatten.